Was denn, Kitty? Okay, dann schauen wir mal. Jetzt noch eine Quest. Hallo, ihr kleine Unheilsbrut. Lächeln. Bitte, Sirion. Hab Dank für eure Hilfe, aber hier wimmelt es von Dedra. Ihr solltet gehen, wenn euch euer Leben lieb ist. Was seid ihr? Ich bin Hüter Sirion, der Wärter der Verbannungszellen. Die Dedra haben meinen gefangenen Sippenhochfürst Rilis den XII. Gehäufen, aus seinem Gefängnis zu entkommen. Rilis ist ein unsterbliches Phantom, das über mächtige Zauber gebietet. Ihr solltet zur Oberfläche zurückkehren und Tamriel warnen. Ich kann euch helfen. Meint ihr das ernst? Ich habe doch die Schwärme von Dedra erwähnt, oder etwa nicht? Es gibt... Wenn ihr bereit wärt, euer Leben aufs Spiel zu setzen, noch mehr Hüter, die Hilfe brauchen könnten. Ich vermute stark, die Unheilsbrut, die mich bedrängte, war nicht alles, was der Sippenhochfürst auf uns gehetzt hat. Ich werde die anderen Hüter finden. Drei meiner Kameraden sind irgendwo in diesen Hallen. Sie dienen unter mir als Hüter. Sie sind dazu verpflichtet, das Gefängnis des Sippenhochfürsten zu bewachen, solange sie dazu in der Lage sind. Findet sie und helft ihnen, wenn sie noch am Leben sind. Okay. Oh nee, doch, ich muss doch. Drei meiner Kameraden sind. Ich habe. Ich muss leider noch mehr. Sie seit dem Angriff der Fragen nicht mehr gesehen. Stellen. Arildur war am dichtesten bei mir. Und falls sie noch lebt, dann findet ihr sie in der Nähe. Okay. Wir werden nach ihr suchen. Nein. Ach, du Heilige. Okay. Ja, mal sehen. Oh, raus da. Oh, raus da. Rein theoretisch wäre es ja vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich doch auf... Wobei, na gut, doch, ich kann mich ja mit beim heilen. Ich kann irgendwie auch auf Tank switchen, ne? Aber ich weiß nicht, ob ich Tank spielen kann. Oh. Dass ich heilen kann. Rein theoretisch. Aber nur nicht so viele Skills, glaube ich. Als... Na doch, eigentlich müssen wir nur zwei Skills auswechseln, glaube ich. Ich weiß halt nicht, ob ich genug Schaden. Also, oder? Ob ich genug Dingsel. Warte mal. Aber, nee, warte, ich glaube, ich habe die Waffen gar nicht dafür. Nee, ich habe die Waffen gar nicht dafür. Schade. Ich liebe die Werwolf. Ja, der Werwolf ist cool. Egal, wir schaffen es doch so. Kriegen wir hin. Ich kann ja heilen. Hopp, Heilung. Ich weiß zwar nicht, wie ich dich heile, Kitty, aber ich kann heilen. Packen wir schon. Eventuell? Ich glaube, ich jetzt heile. Oh Gott. Ich glaube, wenn ich mich heile, heile ich auch Kitty. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Ja, ich heile Kitty dann gleich mit. Sehr gut. So, Spiel ist fertig. Feiner wechselt in den Jörg. Oh, schlaf schön rein. Und eine wundervolle gute Nacht. Und vielen Dank, Daniel. Schön, dass du da warst. Ruh dich aus. Ja, easy. Oh, na. Hi. Na gut, ich könnte sowieso nicht auf Tank.
Exit, weil ich die falsche Skill-Look habe. Ah ja, ich heile uns beide, sehr gut. Ja, dann wird das doch ein Kinderspiel. Ich darf nur die Heilung nicht vergessen. Ich darf nur nicht vergessen zu heilen. Heilen, heilen. Ich darf nicht vergessen zu heilen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So viel Verantwortung. Das sind eh so. Pass auf, und am Ende werde ich Heiler main. Ich ahne schon. Ich spüre da ganz gewisse Vibes. Egal. Aber ich weiß, warum ich den Templer liebe. Den Templer kann ich halt echt als Tank, als CD und als Heiler spielen, ne? Gut, ich kann halt nicht mal wechseln, weil ich hab Glück nicht dafür, aber egal. Es geht. Oh mein Gott. Würde ich vergessen zu heilen. Heilen, heilen. Immer wieder das Gefühl, dass ich halt einfach Heiler bin. Gerade. Ja, ohne Witz, ey. Templer ist halt einfach beste hier drin. Templer ist halt einfach geil. Ich merke, also wie gesagt, ich merke es halt gerade im Verlies, ne? Wie gut einfach die Heilung auch ist. Oh scheiße, der erste Boss. Oh Gott. Jetzt. Das Schlimmste ist halt, dass so. Dass die Lebensanzeige so blöd ist. Da hinten. Finde ich zumindest. Ist etwas doof. So. Ich benutze jetzt nur Ausdauerfähigkeiten, damit ich das Mana spare. Ich hätte mir vorher vielleicht meine Tränke mal raussuchen sollen. Also, ich stand halt auch genau drin. Werde ich tatsächlich nicht verhindern. Ja, das ist richtig geil mit dem. Also da merkt man tatsächlich eigentlich erstmal, wie gut eigentlich der Templer ist. Mit der Selbstheilung. Ich glaube, ich habe ernsthaft meine Lieblingsklasse gefunden. Ich muss einmal kurz bei den Tränken. Das tue ich, obwohl es mir schon besser gegangen ist. Die Kraft des Siebenhochfürsten ist gewachsen. So wie er uns heute entkommen ist, hätte er unseren Vorgängern nicht entkommen können. Wir müssen ihm folgen. Bleibt liegen, Hüterin. Ihr seid verletzt. Wenn die anderen noch leben, sollten wir sie finden. Dann können wir uns um Rilis kümmern, wenn wir es schaffen. Er ist schon entkommen. Ich werde keine weitere Entehrung erleiden, indem ich viele Leben an ihn verliere. Ihr seid immer so optimistisch. Ein Altmeer sollte das Ende nicht fürchten, Sirion. Ich würde unsere vier Leben geben, um Rilis aufzuhalten.
Der Sippenhochfürst wird Tamriel auseinanderreißen, wenn er an die Oberfläche kommt. Ja, pass auf, gleich steht er wieder auf. Es gibt einen Unterschied, ob man den Tod fürchtet oder sein Leben wegwirft, Arildur. Noch Hannibal für eine Stunde. Werdet ihr weder das eine noch das andere tun. Okay. Wenn die anderen leben, werden wir sie finden. Gibt's da noch hinzuzufügen? Ich gucke gerade, ob ich bessere Ausrüstung habe. Vielleicht sollte ich das nicht unbedingt hier tun. Okay. Achso, ich muss ja mit dem noch quatschen. Ihr habt uns mehr geholfen, als ich zu hoffen wagte, ja. Fremde. Arildur wird es überleben. Was machen wir jetzt? Arildur wäre nichts lieber, als Rilis sofort zu stellen. Aber dafür sind wir noch nicht bereit. Der Sippenhochfürst kann nicht getötet werden. Wir können ihn nur einsperren. Aber wir werden ein besseres Gefängnis brauchen als das bisherige. Was kann ich für euch tun? Arildur und ich werden uns einen Plan zurechtlegen, wie wir mit dem Sippenhochfürsten fertig werden können. Ein Sieg über Rilis wäre zwecklos, wenn wir ihn nicht einsperren können. In der Zwischenzeit, das Gebiet gleich vor uns steht unter Hüter Voranils Ägide. Falls er noch lebt, wird er eure Hilfe brauchen. Ich werde nach Voranil suchen. Was wäre denn jetzt noch? Uns mehr geholfen. Die Geschichte. Okay. Okay, das ist ein Bug mit, also das ist ein Anzeigerfehler. Vielleicht mit Vitalisierung für weitere Informationen. Ihr habt uns mehr geholfen als. Hat für mich keine Informationen mehr. Gut, darf ich mich jetzt nur nicht verheddern. Aber zur Not befällt sie nicht mehr weiter, was habe ich ja Kitty. Sag ich ja. Oh, geiler Riss. Wow, Monsterchen! Kitty! Oh, 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 oh. Hi. Oh Gott. Oh, ja, ja, ja. Und raus da. Ich glaube, wir müssen auch gleich irgendwelche Shelter drucken. Okay, links ist ein Shelter auf jeden Fall. Und hier ist ein Shelter. Okay, hier kann ich auf jeden Fall nichts drucken. Kann man da hinten? Ja. Okay. Ah ja. Man kann seinen Mut auf einfachere Art beweisen, Sterbliche. No. Ja klar, aber nächster Boss. Das Schicksal der Hüter teilen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Jo. Dauerheilung. Oh Gott. Nein, 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 nein. Oh Gott. Oh Gott. Okay, da reicht meine Heilung nicht mehr. Oh Gott. Oh. Oh. Oh Gott.
Oh, ja, ja, ja. Gerade mal wieder Wellwoche. Oh, no. Und einmal wiederbeleben. Okay, ich stelle mich einmal ganz kurz an die Seite. Aber gut, die Viecher bleiben wenigstens tot. Das ist ja schon mal... Okay. Hab ich noch... ja, ich habe noch Gift. Das kann ich immer draufhauen. Ich habe noch das hier, das kann ich immer draufhauen. Schon Lebensgeneration. Aber das kann ich wahrscheinlich nicht gleichzeitig mit dem anderen draufpacken, ne? Ja, okay. Kann ich leider nicht zusammen mit dem anderen, aber egal. Wie viel sind es für Lebensgeneration? Bereit, Kitty? Gut. Let's get ready to rumble! Hoffen wir mal, dass das Viech keine weiteren Viecher holt. Und raus aus der Ruhe. Super. Raus. Machst du wieder das Ding? Raus. Ran. Heilung. Huch, hab ich aus Versehen umgeswitcht. Nein. Gute alte Rhein-Raut-Spiel. Also gut, wenn er seine Taktik nicht verändert, dann sollten wir den ja eigentlich gleich kriegen, ne? Hoffe ich. Raus. Rein. Ich mag das gut, als er rein rausspielt. Ja, ja, war klar, Dufte, war klar. Einen wunderschönen guten Abend hier. Ich habe auf den Spruch gewartet. Okay, deine Schattenbestie wieder. Aus. Ein. Das würde mich nicht enttäuschen. Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Thank you.
aus. Jetzt kann ich auch das Magische ein bisschen mehr einsetzen. Und down das Viech. Warum kriege ich eigentlich nichts für mittlere Rüstung? Wie was? Wer spielt hier rein raus? Das ist ein tolles Spiel. Kitty und ich. Kitty und ich spielen hier das gute alte rein raus Spiel. frag mich. Mittel. Okay, die sind deutlich besser. Ich habe halt kaum mittlere Rüstung. Das stört mich halt so enorm. Aber egal, ein bisschen besser habe ich jetzt. Oh. Einmal reingerollt. Oh. Ich stand halt auch gerade voll drin, ne? Fallen. Okay, Geld. Money, money, money. Makes me funny. In the rich man's world. Och nö, nächster. Komm auf dem Heil doch nicht mehr raus, oder? Der eine Boss ebenfalls hat ja auch nicht gereicht. Eso denkt sich halt auch so. Ja, wie viele Bosse wollen sie haben? Ja. Scheiße. Nein. Mist, da komme ich halt auch nicht mehr raus. War eingefroren. Ich war dezent eingefroren. Zu zweit ist es schon schwierig. Nicht unmöglich, aber schwierig. Oh. Da muss ich jetzt erstmal vorher rein. Nein. Nein! Was hab ich jetzt gerade gekillt? Weiß halt auch nicht, wie viele Seesteine ich noch habe. Ah, 19. Go, Kitty! Go, Kitty! Das ist schon dezent schwierig.
Dafür habe ich bald die wöchentliche Herausforderung fertig. Warte mal, ich pack mal die AOE mit rein. Level ich die gleichzeitig noch mit. Kann ich was verzaubern? Wahrscheinlich nicht. Ich habe, glaube ich, alles rausgepackt. Nein! Oh. Bin ich blöd. Vladi, hallöchen. Wunderschönen guten Abend dir. Das kann ich leider nicht verzaubern. Das leider auch nicht. Das leider auch nicht. Das leider auch nicht. Das leider auch nicht. Und das leider auch nicht. Und Magikakosten. Das wäre ganz gut. Und das kann ich auch nicht. Okay. Kann nicht viel verzaubern. Ich glaube, wir bräuchten halt einfach ein DD mehr oder so. Oh Gott. Oh. Nicht da rein. Oh Gott. Heilen, heilen, heilen. Komm halt einfach. Nein. Der labt sich an mir. Ich glaube, das wird nichts. Die haben halt dieses scheiß ekelhafte Klemmband dabei. Oh. Hi, Kitty. Da kommt wenigstens einen weg. Ich glaube, wenigstens einen habe ich getötet. Ja, einer liegt da. War nicht viel, aber es ist einer weniger. Ich habe mega Bock auf WoW gerade. Spätestens nächste Woche würde ich es aber wieder deinstallieren. Ah, ne. Ja, auf WoW hätte ich auch mal wieder Bock, aber ja. Der Punkt überwunden, wo ich den Drang habe zu spielen. Doch, klar. Ich hab so viele. Ich hab doch noch 16. Hab doch noch 16 Steine. Außerdem ist das Reflex. Es ist Reflex. Alter. Nein, ich hänge. Oh, so heilen. Oh.
Nein, 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 nein. Oh. Voll den Rücken. Ja, ich teleportiere mich halt diesmal, sonst werde ich wieder. Oh, hier ist ein Buch. Das werde ich wieder angewickelt. Ich habe meine Steine verbrochen. Nein, hast du ja recht, Kitty. Aber es ist halt Gewohnheit, dass ich einfach drauf drücke und dann. Ne? Verstehst. Oh. Ja, kommt näher. Oh Gott. Nein. Oh. Dieses Scheißviech hier vorne, ne? So, warte, das versuche ich jetzt wenigstens. Komm. Ich muss mich doch wenigstens noch tot kriegen. Komm. Dieses Drecks. Komm die Viecher her. Holen die sich immer wieder diese Viecher? Wenn ja, dann wird das ein bisschen schwierig. Ja, sie beschwören die Viecher. Einer. Komm schon. Drück doch. Mann. Es ist Voran hier. Arildur, kümmert euch um ihn. Hey, wenigstens werde ich mit Mana trinken versorgt. Hoffen wir, dass er noch lebt. Wurde er getötet? Er ist kein Muster an Wohlbefinden, aber er lebt. Seid ihr zufrieden, Sirion? Ich möchte den Sippenhochfürsten verfolgen. Oh, das ist gut. Geduld, Arildur. Ihr müsst ihn heilen. Und Emiriel wird immer noch vermisst. Wir brauchen sie, um uns Rilis zu stellen.